Herzlich willkommen zu Wirtschaft TV Lifestyle, heute hier von der Fashion Week Berlin, und neben mir steht eine der Schauspielerinnen Deutschlands, Jasmine Gerat. Hallo. Hallo Jasmine. Ja, wir reden hier bei Lifestyle gerne über Erfolg, da kannst du gehörig mitsprechen. Ursprünglich mal Bravo Girl, dann erfolgreiche Moderatorin, jetzt eine der gefragtesten Schauspielerinnen. Kannst du deinen Erfolg in wenige Worte zusammenfassen? Was ist das Geheimnis? Oh, ich finde, Erfolg ist echt ein Riesenthema und darüber können wir uns einen ganzen Abend unterhalten. Also für mich ist Erfolg ja nicht das, was in der Vita steht oder was von außen wahrgenommen wird, sondern es ist so ein eher was ich so innerlich wahrnehme. Ne? Also wie entwickle ich mich als Mensch weiter, als Persönlichkeit? Höre ich nie auf zu wachsen als Persönlichkeit oder mich zu reflektieren? Das ist tatsächlich ein Erfolg, der mich innerlich glücklich macht. Was außenrum passiert, so wie heute oder wenn ich ein schönes Angebot kriege, klar, das ist toll, das genieße ich auch. Aber das ist, glaube ich, nichts, was von Dauer ist oder das ist nichts, was mich, ja, wie soll ich das sagen? Das, was bleibt, ist, glaube ich, eher, was ich so, ja, wie gesagt, wir können den ganzen Abend darüber reden mit ganz viel Wein. Und ich glaube auch, dass die Außenwahrnehmung immer eine andere ist als die, die man dann selber hat. Ne? Also von außen sieht es immer alles so aus, aber das hat ja wirklich auch Jahre gedauert. Und das hat, man zweifelt auch oft und dann muss man trotzdem weitergehen. Also ich glaube, Erfolg ist eher so ein innerer, so ein inneres Gefühl und so ein Anker, den man hat, den man haben kann. Und glaubst du, dass eben dieser Anker oder diese Ruhe, wenn man in sich selbst angekommen ist, mit sich selbst glücklich ist, dass das dann auch erfolgreiche Menschen ausmacht, dass die diese Stärke daher nehmen, dass sie mit sich selbst im Reinen sind? Ich finde, ich persönlich finde einfach Menschen anziehend und sexy und ich habe Lust, mit denen zu arbeiten, die tatsächlich in sich ruhen und die nicht die ganze Zeit hysterisch durch die Gegend rennen und nach Jobs suchen oder sich unterhalten, aber eigentlich gucken, wer noch da ist, mit wer noch wichtiger sein könnte. Ja, ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt, bei sich zu sein, in sich zu ruhen, geerdet zu sein. Gut, wir sind ja heute hier auf der Fashion Week. Inwiefern glaubst du denn, dass Mode wichtig ist für Erfolg? Hier braucht man sehr viel Erdung. Ich glaube, sehr wichtig, weil Kleider machen tatsächlich Leute. Also ich glaube, so wie sich jemand anzieht und präsentiert, das spiegelt sehr viel wider, wie er sich auch fühlt, wie er mit sich selber umgeht. Mit Kleidung sehr wichtig. Und das heißt nicht, dass es teuer oder extravagant sein muss, ja? Also der eigene Stil. Janis Joplin, die wäre nie, also komischerweise, nee, sie fällt mir gerade ein, weil ich glaube ich auch so eine Schlaghose anhabe. Die wäre ja nie die Janis Joplin, wenn sie anders angezogen gewesen wäre, ne? Also es ist immer das Gesamtpaket. Dein Gesamtpaket ist sehr stimmig. Was dürfen wir denn von diesem Gesamtpaket in näherer Zukunft erwarten? Gibt es neue Projekte, die du mir erzählen kannst? Ja, ich komme gerade aus Köln. Wir hatten da große Premiere im Cinedom. Und am 26. Januar haben wir Kinostart mit Wendy. Ins Kino gehen bitte. Alle reinschauen. Ich danke dir für das Gespräch. Du hast die krassesten Augen, die ich lange gesehen habe. Ich bin die ganze Zeit nur am Versinken. Wunderschön. Aber du auch. Okay. Aber vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Ihnen danke fürs Zuschauen. Tschüss.